Die beiden Erzfeinde Rebecca Hausmann und Jan Keller fahren gemeinsam mit Unirektor Ganter Friedemann zu einem Seminar nach Warnemünde an die Ostsee. Felicitas wacht bei einem Mann namens Daniel Poschner auf. Sie kann sich nicht erinnern, wie sie von der Party dorthin gekommen ist und was passiert ist. Dort vergisst sie ihr Portemonnaie, als sie Hals über Kopf aus der Wohnung flüchtet. Hendrik ist voller Sorgen, weil Felicitas in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Er hat Angst, dass Felicitas vor lauter Liebeskummer ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommt. Barbesitzer Jeffrey ist noch verzweifelter. Die Erpressung durch Manfred Schwarz macht ihn völlig fertig. Jeffrey schreibt einen Abschiedsbrief. Wird er sich tatsächlich etwas antun? Ein neues Leben fängt an, denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange dauern kann, alles ist möglich. Lieben im ersten Semester, Liebe ist, was ich wirklich brauche. Lieben im ersten Semester, Lieben kann es wirklich sein. Liebe, die erste, die wahre Liebe. Ja, Mama. Das habe ich dir doch jetzt schon 10-mal gesagt. Ich wollte ja nur noch mal fragen. Du hast dich schon so lange nicht gemeldet. Und da habe ich mir eben Sorgen gemacht. Boah, das höre ich im Moment von jedem, ey. Was? Ach, nichts. Und mit deinem Mitbewohner, diesem Henning, mit dem ist alles in Ordnung? Hendrik, Mama. Hendrik heißt er. Und ja, es ist alles in Ordnung. Na, dann ist ja gut. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ilka kommt gerade. Wer? Ich erklär's dir später. Hab dich lieb, Mama. Aber Philly, ich... Komme! Hey! Hallo, Ilka! Mann, Philly, du machst echt Sachen. Das hast du mir ja gestern schon erzählt, aber ich kann einfach nicht glauben, was ich da in der Disco alles gemacht haben soll. Ich würde es auch nicht glauben, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Sag mal, kann ich einen Tee haben? Ja, klar. Boah, wie peinlich. Das war überhaupt nicht peinlich, Mann. Du hast den Laden total im Griff gehabt. Du hast die ganze Zeit getanzt und gesungen und das war echt geil. Gesungen habe ich auch noch? Ich weiß nur, dass mir gestern den ganzen Tag schlecht war. Na, du hast ja auch ordentlich was getrunken. Und... Was denn? Ach, nichts. Ilka, was habe ich gemacht? Du hast angeblich Koks genommen. Was? Was? Koks? Das hat dieser Musikproduzent, weißt du, dieser Daniel, jedenfalls behauptet. Gesehen habe ich's nicht. Oh Mann, ich verstehe gar nichts mehr. Was denn für ein Musikproduzent? Oh Mann, scheiße, ey. Sowas habe ich doch nicht gemacht. Oder doch? Gerne einmal die Nummer 5. Schweineschnetzeltet und Salat? Genau das. Gut, Sekunde. Bier, bitte. Oh, Hendrik! Hendrik! Ah, Petra! Ich hab dich gar nicht gesehen. Immer noch so mies drauf. Naja, besser geworden ist es auf jeden Fall nicht. Warten, die Geschichte mit Felicitas? Ja, die ist immer noch vollkommen von der Rolle. Nichts gegen deine Tipps, aber sie eine Weile in Ruhe zu lassen, hat auch nichts genützt. Im Gegenteil. Das heißt, sie geht immer noch nicht zur Uni? Das heißt, sie geht nicht zur Uni, sie ist die ganze Nacht unterwegs und sie hat immer noch Liebeskummer. Na gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen muss, aber da hilft nur noch eins. Schokoladenpudding. Was? Schokoladenpudding. Ich hab welchen da. Willst du mit oder ohne Vanillesoße? Weder noch. Wie soll mir denn so ein blöder Schokoladenpudding helfen? Hendrik, ist doch ganz einfach. Schokolade hat Zucker. Zucker geht direkt ins Gehirn und macht glücklich. Wenn du glücklich bist, entspannst du dich. Und wenn du entspannt bist, kannst du besser denken. Und kommst bestimmt auf die Lösung deines Problems. Ergo, Schokoladenpudding hilft sehr wohl. Also, mit oder ohne Vanillesoße?
Also, so gesehen hast du wohl recht. Ich nehme an, das heißt mit Vanillesoße. Ja, das heißt es. Weißt du was, Petra? Mach mir am besten 2 Löffel drauf. Sehr wohl. So, mach 23,50. Danke. Hier, der Rest ist für Sie. Frau Hausmann, Herr Keller, wir sind da. Das ist unser Hotel. Wow. Das ist ja echt klasse. Und so nah am Strand. Von hier aus kann man direkt das Meer sehen. Tja, das ist Warnemünde. Aber Sie werden noch genug Zeit haben, sich hier umzusehen. Herr Keller, könnten Sie das Gepäck aus dem Kofferraum holen? Na klar. Danke, aber mein Gepäck lasse ich doch lieber vom Taxifahrer persönlich reintragen. Man kann ja heute nie wissen, wie man vertrauen kann. Was? Ah, diese frische Meeresluft. Ich sehe schon, das wird alles ganz zauberhaft. Wenn Sie mir nun bitte folgen würden, wir sollten uns erst mal unsere Zimmer anschauen. Ach, wundervoll. Mike! Ach, Mike! Hi, Henrik! Gut, dass du kommst. Mann, ich bin hier total allein im Laden. Wie? Wo ist denn Jeffrey? Ich habe keine Ahnung. Ich bin vorhin gekommen und da war hier alles noch zu. Naja, dann habe ich ihn angerufen und er ist nicht rangegangen. Wie jetzt? Und wie bist du hier reingekommen? Naja, Jeffrey hat mir neulich einen Zweitschlüssel gegeben. Hat immer so komische Andeutungen gemacht, dass er heute nicht kommen würde und dass es ihm nicht gut gehen würde. Ach, sowas hat er doch jedes Mal. Ich gehe mal jetzt lieber in die Küche. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gäste langsam was zu essen haben wollen. Mann, du bist echt meine Rettung, Mike. Dann kümmere ich mich um die Getränke und du machst die Küche, ja? Alles klar. Wir wollen ja nicht, dass das Jeffreys unseretwegen pleite macht. Also, auf ans Werk. Herr Schwarz, gut, dass Sie kommen. Es hat mehrere Anrufe für Sie gegeben. Später. Aber Herr Schwarz... Ich sagte später. Ich habe ein wichtiges Telefonat zu führen. Ich will so lange nicht gestört werden. Tisch reservieren, mir sagen, dass ich im Lotto gewonnen habe oder ganz einfach ihre Liebe gestehen wollen, dann tun sie es einfach nach dem Piepton. Ja, hallo Jeffrey, hier ist Manfred Schwarz. Ich habe nochmal über alles nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich vielleicht ein bisschen zu streng mit dir war und dir ein bisschen zu viel zugemutet habe. Nicht jeder ist für die Art von Jobs geschaffen, die ich dir aufgetragen habe und das bringt uns beiden ja gar nichts. Also... Frei nach dem Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten, würde ich sagen. Ich mach wieder, was ich kann und du machst wieder, was du kannst. Und das ist, deinen Laden zu führen. Also ruf mich doch bitte an, wenn du diese Nachricht abgehört hast. Ach, wo steckt der nur? Scheiße. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Kein Sinn. Das erdrückt mich alles. Ich halte das nicht mehr aus. Damit ist jetzt Schluss.
neues Leben fängt an. Denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange